Hallo Freunde, willkommen auf dem Perfect Top Kanal, der Kanal, den ihr verfolgen solltet, wenn ihr über Amazon-Neuheiten auf dem Laufenden bleiben wollt. Heute geht es wieder los mit einer neuen Top 5, mit den 5 besten Radioweckern im Jahr 2023. Seid ihr bereit, euch pünktlich wecken zu lassen? Dann geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Philips ist seit über 100 Jahren als Experte für Beleuchtung bekannt. Mit diesem Flaggschiffmodell zieht das Unternehmen alle Register. Sein großer Vorteil ist, dass es sich um einen Wecker handelt, der den Sonnenaufgang simuliert. So weckt sie die Sonnenaufgangssimulation langsam auf, während die Dämmerungssimulation ihren Körper auf den Schlaf vorbereitet. Er ist sehr angenehm zu bedienen und hat viele Lichtfunktionen, die sehr gut durchdacht sind. Er hat auch mehrere Optionen wie einen USB-Ladeanschluss und eine Nachtbeleuchtung. Beim Preis von 151 Euro ist seine Snooze-Taste leicht zu erreichen und er ist einfach zu handhaben. Einziger Schwachpunkt ist, dass er keine Backup-Batterie hat. Die Vorteile des Geräts sind übrigens klinisch erwiesen. Außerdem erhalten Sie beim Kauf eine 90-tägige Geld-Zurück-Garantie. Mit 130 Euro wird dieses Modell oft zu reduzierten Preisen angeboten. Ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass es nur wenige Wecker gibt, die so viel Freiheit bei den Einstellungen lassen wie dieser. Er sieht gut aus und hat ein großes hochauflösendes Display, das über 5 Stufen der Hintergrundbeleuchtung und einen Sensor für automatische Helligkeitsregelung verfügt. Er hat eine ganze Reihe von Funktionen und Optionen, was anfangs zu einigen Schwierigkeiten bei der Handhabung führen kann. Wir empfehlen Ihnen daher, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, damit Sie das Gerät im vollen Umfang nutzen können. Sie sollten dabei auch wissen, dass er über 3 völlig unterschiedliche und vollständig einstellbare Weckzeiten sowie 2 Tuner, DAB oder FM, verfügt. Der Snooze ist vollständig einstellbar und das Gerät ist übrigens vollständig anpassbar. Wenn Sie ein Modell zum kleinen Preis suchen, empfehlen wir Ihnen das von Muse für 36 Euro. Leider hat nicht jeder das Budget, um einen Wettbewerbswecker zu kaufen. Aber keine Sorge, dieser hier reicht völlig aus. Er hat trotz seiner eingeschränkten Funktion ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Anzeige kann für Nacht und für Menschen, die auf Helligkeit empfindlich reagieren, ausgeschaltet werden und er hat auch eine Schlummerfunktion. Außerdem sind die Zahlen groß gedruckt, was sie gut lesbar macht. Weiterhin verfügt er über 20 Voreinstellungen, einen dualen Alarm, einen USB-Anschluss zum Aufladen und einen AUX-Anschluss. Eine einjährige Garantie ist ebenfalls enthalten. Hier ist ein weiteres Modell zum kleinen Preis, das wir Ihnen anbieten wollen. Dieses Gerät kostet 24 Euro und besteht wie das vorherige aus einem großen, verspiegelten 5,6 Zoll LED-Bildschirm. Es ist einfach und elegant und enthält ein USB-Kabel sowie eine eingebaute Batterie, um die Uhrzeiteinstellung im Falle eines Stromausfalls zu sichern. Er hat auch einen doppelten Snooze-Alarm, mit dem man 2 verschiedene Weckzeiten einstellen kann. Auf der Seite der Helligkeit hat er 4 Einstellungsstufen, zusätzlich dazu, dass er sich automatisch von 23 Uhr bis 7 Uhr abdunkelt. Er ist außerdem mit einer Sprachsteuerung ausgestattet und kann sogar als Spiegel verwendet werden. Außerdem hat er eine Snooze-Funktion, bei der der Alarm alle 5 Minuten ertönt, bis er ausgeschaltet wird. Er ist also perfekt für Langschläfer. Unser nächstes Modell ist etwas teurer, aber eindeutig den Preisunterschied wert. Für 140 Euro bietet uns JBL ein ausgeklügeltes Gerät, das in 2 Farben erhältlich ist. Es passt perfekt in jedes Schlafzimmer. Sein großes Plus ist, dass er nicht nur als Wecker dient, sondern auch Musik über Bluetooth streamen und Radio hören kann. Außerdem hat er ein eingebautes Nachtlicht, das seine Helligkeit der Umgebung anpasst. Er verfügt über einen Drehknopf, mit dem Sie die Weckzeit einstellen, den Alarm pausieren, aber auch die Lautstärke regeln können. Er wird mit einem USB-Kabel und einem 5V 2A Adapter geliefert. So, das war's für heute. Wir sind schon am Ende dieser Top-Serie angelangt. Die Links zu den einzelnen Produkten sind in der Beschreibung unten. Wenn euch diese Art von Videos gefällt, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf die kleine Glocke zu klicken, um weiterhin unsere neuesten Videos zu erhalten. Bis zum nächsten Mal für eine neue Hightech Top 5. Ciao, ciao.